Belehrend wen? Ja, die töten wir mal gleich. Wir haben das ja schon gesehen. Kommen jetzt aber nicht von hinten auch noch welche rein oder so. Hoffe ich zumindest. Präzisionsrate erreicht. Präzisionsrate erreicht. Optimale Präzisionsrate erreicht. Werden abgeschaltet, Meister. Optimale Präzisionsrate erreicht. Optimale Präzisionsrate erreicht. Werden abgeschaltet, Meister. So. Machen wir dich Platz. Leiterimme werden abgeschaltet, Meister. So. Dann kann ich mit dem noch reden. Flehende Feststellung. Bitte, ich flehe Sie an, zerstören Sie mich nicht. Okay, dann mache ich das nicht. Da habe ich noch drei. Ist natürlich ein bisschen dürftig. Aussage. Ich verstehe nicht, was Sie sich davon erhoffen, gegen uns zu kämpfen. Sie können uns nicht besiegen. Erkennung. Sie sind veraltet. Ach so. Sie töten bestimmte Organiker. Und selbst das nur, wenn es ihnen erlaubt wird. Stolze Antwort. Wir brauchen keine derartigen Befehle. Wir wurden ohne Hemmschwellen oder Bedenken programmiert. Ach wirklich? Wir töten, wen wir wollen, wann wir wollen. Wir haben Planeten zerstört und Wirtschaftssysteme vernichtet. Wir haben ganze Völker ausgelöscht. Das ist aber nicht so freundlich. Und Feindseligkeiten beendet. Erkundigung. Wissen Sie, was das bedeutet? Antwort. Ja. Ja. Das bedeutet, dass Sie es nie verstehen werden. Wenn ich ein Ziel eliminiere, geht es nicht um das Morden an sich. Die Zahl meiner Opfer ist auch unerheblich. Entscheidend ist das Wie. Die Finesse. Mehr durch weniger zu erreichen. Das ist eine Kunst. Das stimmt. Abfällige Aussage. Natürlich eine Kunst. Es ist lächerlich, sich an den Irrglauben zu klammern, ihre Funktionen würden ihre baulichen Unzulänglichkeiten wettmachen. Das ist nur ein Beweis für ihre archaischen Ansichten. Ihr Verhaltenskern kennt keine übergeordneten Werte. Nur Töten, Morden und die Verbreitung unserer Einheiten. Ankündigung. Wenn wir diese Galaxis vernichtet haben, ziehen wir weiter. Ach wirklich? Es gibt im ganzen Universum Organiker und wir werden sie alle terminieren. Die Sterne gehören uns. Oh je. Soll ich jetzt alle hier besiegen? Wie soll ich das schaffen? Da bin ich in 2 Sekunden tot. Ich habe jetzt mal hier eine bessere Rüstung irgendwie. Ich hoffe, dass sie zumindest besser ist. Defensivbonus 2. Haben wir irgendwas anderes noch? Fürstwehr gegen Droide. Wir geben alle keinen Defensivbonus. Haben wir da irgendwas? Droiden-Upgrade Klasse 3. Ja, das verbessert meine Reparaturfähigkeit so ein bisschen. Was haben wir da? Sensor. Der gibt einen Defensivbonus. Machen wir den nochmal. Aber ich glaube, wir brauchen fast noch mehr Konstruktionskits. Haben wir hier unten zufälligerweise eine Werkbank. Folterraum, Verhörtrainingsraum, Übersetzungstrainingsraum. Werkbank ist eher nicht so. Da haben wir Sachen.
Dann gucken wir vielleicht oben nochmal. Dass wir nochmal an die Werkbank gehen und da... Oh, da war ein großer Spind, den wir noch nicht gesehen haben. Das ist natürlich unverzeihlich. Wenn man irgendwas nicht gelehrt hat. Hier haben wir nichts mehr. Ja. Dann wollen wir doch mal hier ums Eck gehen. Und dann die Werkbank. Wo haben wir sie da? Die Werkbank. So. Das ist immerhin schon mal ein bisschen was. Dann wollen wir doch mal zurückrennen. Und hoffen, dass wir den Kampf vielleicht da war ich gerade in der Luft stecken geblieben, das kommt schon mal vor. Wie viel haben wir jetzt? 16 haben wir jetzt. Damit sollten wir vielleicht einigermaßen überleben können. Aussage. Ja, das kennen wir ja schon. Wir antworten wenigen. Das ist Ankündigung. Hier werfen wir mal eine Granate. Dass der Schild hier gleich weg ist, ne? Natürlich komme ich da auch nicht raus. So, den Hallo? Optimale Präzisionsrate erreichen. Moment, den zweiten brauchen wir erstmal gar nicht. Den sparen wir uns auf für, wenn wir ihn mehr brauchen. Optimale Präzisionsrate erreicht. So. Dann machen wir euch Platz. Und der in der Mitte war dann irgendwie der härteste. So. Da haben wir uns zumindest mal ein bisschen Zeit verschafft. Sind zwar noch zwei da, aber die greifen uns aktuell nicht an aus irgendeinem Grund. Da bin ich schon mal sehr froh.
Ja gut, jetzt greift er an. Aber jetzt können wir tatsächlich einzeln gegen die kämpfen. Optimale Präzisionsrate erreicht. Vorurteil auf Maximum. So. Ziel erfasst. Dann machen wir dich Platz. Ziel erfasst. So, das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und der hat nichts. Das ist natürlich doof. Ja gut. Da läuft hier gerade sozusagen Druidenfabrik.gif durch. Aber das kennt man ja, das ist ja so gewollt. Dann. So, wird die primäre Produktionsstraße abgeschaltet, werden die Einheiten der sekundären Ruhe automatisch aktiviert. Die laufen aber immer noch weiter. Das ist natürlich schlecht für uns. Aber wir haben jetzt zumindest hier etwas ausgeschaltet. Besser an jeder Stelle nochmal speichern, bevor man in einen Raum reinrennt. So. Dann machen wir dich platt und dich hoffentlich jetzt auch noch. Optimale Präzisionsrate erreicht. So. Werden abgeschaltet, Meister. Ja, das ist gut, dass die Systeme abgeschaltet werden. Uiuiui, hier stehen sie auch. So, sag ich nochmal speichern. Ist hier was? Nein. Dann sind wir ja schon mal sicher, relativ. So, kann sein, dass jetzt in der Besenkammer einer drin steht. Nee, da sind tatsächlich nur Spinde. Haben wir sonst noch was? Nee, sieht nicht danach aus. Können wir das auf der Karte irgendwie noch gescheit ausleuchten? Ja. Und hier auch noch. Dann haben wir das auf der Karte richtig ausgeleuchtet. Und dann geht es jetzt nach hier. Was haben wir denn hier noch so? Das weiß ich nicht. Hier wollen wir noch mal rein. Hier haben wir jetzt so ein Labor.
So, Kampf-Upgrades herunterladen. Feststellung. Ich bin ein wenig desorientiert. Ah ja. Diagnose. Persönlichkeitskern wird überprüft. Rhetorische Erkundigung. Ich bin nicht sicher, was mit mir geschieht. Mein Chassis scheint nicht alle meine Kampffunktionen zu unterstützen. Ach so. Selbstbeobachtung. Darüber hinaus ist meine Pigmentierung ungewöhnlich rot. Und ich roste. Wie peinlich. Feststellung. Ich verspüre ein unstillbares Verlangen, alles zu terminieren, was ich sehe. Ui. Danach diesen Planeten zu destabilisieren und wenn ich damit fertig bin, den ganzen Sektor. Diagnoseergebnis. Ich scheine keinerlei Persönlichkeit zu besitzen. Feststellung. Ich werde diese Informationen weiterverarbeiten. Uiuiui. Ui, ui. Weiter. Feststellung. Ich aktiviere dieses Terminal lieber nicht. Es enthält Aufzeichnungen meiner erweiterten Funktionen und darf nicht gefährdet werden. Wenn du das sagst. Die sind alle deaktiviert. Das ist natürlich, ja. Das ist gut so, würde ich sagen, dass die nicht aktiv sind. Hier die wahrscheinlich auch. Die sehen alle deaktiviert aus. Ja gut, dann hätten wir das geklärt. Dann wollen wir noch hier drüben mal gucken, was es hier gibt. Noch mehr deaktivierte Droiden. Mal sehen. Hier haben wir nur so eine Besenkammer und dann einen Gang, wo wir weitergehen können. Das ist ja gar keine Besenkammer, das ist sowas anderes. So, Kampf-Upgrades herunterladen. Akkuratitätsrate erhöht. Das wollen wir nicht. So. Da haben wir hier die HK-51er. Sind aber auch alle deaktiviert. Und dann wollen wir doch nochmal speichern. So, dann wollen wir doch mal weitergehen und ich glaube, jetzt können wir nur noch zurück. Irgendwo muss ein Terminal sein. Da gibt es hier nur ein Fabrikterminal. Ja, wie deaktiviere ich die denn?